Österreicher Reporter. Die lustbetonte Fleischbeschau, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen. Die lustbetonte Fleischbeschau gilt unter Experten seit Jahr und Tag als Motor des medientechnischen Innovationsprozesses. Als der deutsche Filmpionier Oskar Messner Anfang des 20. Jahrhunderts seine ersten Bewegtbilder produzierte, wählte er als Motiv unbekleidet badende Damen. Der VHS-Videostandard gewann gegen den Konkurrenten Betamax nicht zuletzt aufgrund des Angebotes aus dem Nacktprogramm, und auch Live-Video-Streams im Internet sind ebenso wie Online-Bezahlsysteme Errungenschaften, die wir primär der Kopulationsindustrie verdanken. Doch der Innovationsmotor stottert. Auf die neuen Mitmachmöglichkeiten des Web hat die einst pionierende Pornozunft bislang keine Antwort gefunden und sieht auf einmal erstaunlich alt aus. Als das World Wide Web zu einem Massenphänomen wurde, schien es zunächst wie gemacht für den Pornovertrieb. Statt sich in zwielichtigen Sexshops herumtreiben zu müssen oder neugierige Nachbarn durch Post aus Flensburg auf sich aufmerksam zu machen, konnten die Nutzer anonym zu Hause Bilder und Videoclips anschauen. Sogenannte Camgirls befriedigten in Live-Videoshows die Wünsche ihrer Kunden, und wachsende Bandbreiten machten schließlich auch den Vertrieb ganzer Filme möglich. Online-Pornografie wurde damit schnell zum Milliardengeschäft. Als allerdings vor 10 Jahren die ersten File-Sharing-Börsen auftauchten, begannen Nutzer damit, untereinander Clips und Bildchen zu tauschen. Und die Pornobranche hatte plötzlich das gleiche Problem wie Hollywood und die Musikindustrie. Raubkopien sind für Pornografie ein enormes Problem. Man versucht verzweifelt, die kostenlose Verbreitung dieser Inhalte zu stoppen. Neben Tauschbörsen sind dabei mittlerweile insbesondere Websites zum Problem geworden, die sich als nicht jugendfreie YouTube-Kopien im Netz etabliert haben. Dort lassen sich Tausende von Videoclips abrufen, die oftmals direkt von den DVDs der Pornostudios stammen. Wenn jemand nur schnell einen Quickie anschauen will, das findet man überall im Web. Warum sollte man also dafür eine DVD kaufen? Es gibt keine verlässlichen Zahlen zu den netzbedingten Umsatzverlusten der Pornobranche. Einige Studios fühlen sich jedoch derart in die Ecke gedrängt, dass sie sich mit Anwälten wehren. In den USA gingen Branchengrößen bereits juristisch gegen pornografische YouTube-Kopien vor. In Deutschland schaut man sich dagegen lieber ein paar Tricks von der konventionellen Medienindustrie ab und verklagt massenhaft Tauschbörsennutzer. Seit circa 2 Jahren ist es extrem gefährlich geworden, sich Pornos in Tauschbörsen herunterzuladen oder sie sogar zum Upload zur Verfügung zu stellen, weil die Pornoindustrie voll auf den Abmannzug aufgesprungen ist, auf dem bereits auch die Film- und Musikindustrie fährt. Es gibt jede Woche sicherlich Tausende von Abmahnungen, die alleine wegen illegalem Herunterladens von Pornofilmen ausgesprochen werden. Jede dieser Abmahnungen ist mit der Aufforderung verbunden, bis zu 1.500 Euro pro getauschtem Film an die Rechteinhaber zu zahlen. Es besteht der nicht ganz unbegründete Verdacht, dass die Pornoverlage versuchen, Einnahmeausfälle, die sie mit DVDs haben, durch Abmahnungen zu kompensieren. Die Erwachsenenunterhaltung steckt in einer Sinnkrise, aus der ihr Klagewellen kaum heraushelfen werden. Einige Studios überlegen daher, ob man in einer Zeit, in der man Filme allein, also Software, nicht mehr festhalten kann, diese anzubinden, und zwar an neue Hardware. Man stöpselt dieses Gerät in die USB-Schnittstelle eines PCs und schaut sich dann einen speziell dafür produzierten Film an. Wenn sich dann auf dem Bildschirm ein Kopf oder eine Hüfte rhythmisch hin und her bewegt, werden die Bewegungen auf dieses Spielzeug übertragen. Die Vibrationen bewegen sich vor und zurück. Mit dem Computer verbundenes und über das Internet fernsteuerbares Sexspielzeug gilt einigen als Ausweg aus der Pirateriekrise. Gerätschaften wie das japanische Virtual Hole und das in den USA vertriebene Real Touch System versprechen ihren Nutzern haptische Pornografie und Pornostudios zusätzliche Einnahmen, da sie nur zusammen mit speziell kodierten Filmen funktionieren. Die Apparaturen sind jedoch nicht nur teuer, sondern
auch gewöhnungsbedürftig. Ob es dafür jemals einen Massenmarkt geben wird, bleibt fraglich. Menschen vertrauen Computern heute nicht mal wirklich für Büroarbeiten und noch weniger, wenn es um die Verbindung mit sehr, sehr empfindlichen Körperteilen geht. Andere Studios hoffen, dass sie sich von Hollywood ein paar technische Tricks abschauen können. Es gibt bereits eine Reihe von 3D-Pornos. Die haben den gleichen Reiz des neuen wie jeder andere 3D-Film. Allerdings sind die aus dem Bildschirm herausragenden Dinge wesentlich schockierender. Das wird sich sicher eine Weile verkaufen. Dass dreidimensionale Filme die Pornoindustrie retten werden, darf bezweifelt werden. Die großen Studios setzten zuvor bereits ähnliche Hoffnungen auf hochauflösende Videos. Doch HD-Pornos erwiesen sich als Flop. Vermutlich auch, weil die Nutzer dieses Filmgenres nicht wirklich jedes Detail der Darstellungen ganz genau sehen wollen. In der Branche macht sich deshalb mittlerweile Pessimismus breit. Hustler-Chef Larry Flint meinte dazu während der Adult Video Awards, nächstes Jahr wird die Hälfte von euch nicht mehr da sein. Die Hälfte eurer Firmen wird bankrott gehen. Während den Fleischfilmfabrikanten die Umsätze wegbrechen, verändert das Netz ganz nebenbei das Wesen der Pornografie an sich. Zwar schwinden auch in anderen Mediensektoren die Grenzen zwischen Nutzern und Produzenten, zwischen Amateuren und Profis, doch in der Pornobranche stehen sie offenbar kurz vor der vollständigen Auflösung. Das Pikante daran, ausgerechnet mit Amateurdarstellungen haben Profis bislang gutes Geld verdient. Studios nutzen seit Jahrzehnten das Rollenbild des Amateurs, um den Voyeurismus ihrer Zuschauer zu befeuern. Bis vor wenigen Jahren waren diese vermeintlichen Amateure allerdings lediglich Pornodarsteller ohne Make-up. Das sind Frauen und Männer, die so aussehen sollen, als kämen sie aus der Nachbarschaft, als wären das normale, authentische Personen, die jetzt Sex haben und eine Kamera ist zufällig dabei. Viele Zuschauer mögen die Idee sehr, dass dies ihre Nachbarn sein könnten, dass dies die Heimvideos ganz normaler Menschen sind und dass sie eines Tages selbst mitmachen könnten. Was niemand vorhersehen konnte, diese ganz normalen Menschen machen inzwischen wirklich mit. Freizügige Zeitgenossen publizieren auf einschlägigen Plattformen Nacktfotos und ganze Filme. Ihr Vorteil: Kein Profidarsteller kann einen Amateur so authentisch spielen wie ein Amateur. Aus einer verkaufsfördernden Illusion wurde unvermittelt Realität. Sobald sich jemand vor der Kamera auszieht, wird er zum Pornostar. Einige dieser Pornostars von nebenan verbreiten ihre Heimvideos ganz ohne finanziellen Hintergedanken. Andere haben entdeckt, dass sich mit Exhibitionismus im Netz sehr leicht ein bisschen Geld nebenbei verdienen lässt. Die Pornobranche wird also von zwei Seiten gleichzeitig auseinandergenommen. Von Schwarzkopierern und von Hobbyfilmern. Früher gab es nur eine geringe Zahl von Pornoproduzenten. Heute ist dies eine viel größere Szene. Viele Leute sind gewissermaßen Kleinstproduzenten. Sie haben vielleicht einen bestimmten Fetisch und nehmen dann Videos und Fotos zu diesem Fetisch auf. Fetischisten und andere Subkulturen abseits des sexuellen Mainstreams füllen dabei im Netz Lücken, die traditionelle Pornostudios bisher mangels Massennachfrage ignoriert haben. Bezogen auf das Spektrum der sexuellen Neigungen und Vorlieben wird der von Chris Anderson postulierte Longtail, also die Summe aller Nischenmärkte, auf diese Weise erstmals medial bedient. Gerade bei den Nischen-Pornos ist das Internet das wichtigste Distributionswerkzeug, um neue Darsteller zu finden, um seine neuen Filme zu promoten, überhaupt um diese Communities zu bilden, ist das Internet absolut unerlässlich, weil sonst hat man einfach auch nicht mehr die kritische Masse, um solche Communities zu bilden. Weil in diesen Nischen Beteiligte einer Subkultur für Gleichgesinnte drehen, gibt es dabei oftmals auch ganz andere Produktionsbedingungen als bei den großen Studios. Wenn wir Independent-Pornos produzieren, fragen wir die Darsteller, mit wem würdest du gerne arbeiten? Was sind deine sexuellen Wünsche, deine Fantasien? Das Ergebnis dieser Arbeit unterscheidet sich meist sehr von den Produkten der etablierten Studios, die immer noch auf brustvergrößerte und blondierte Darstellerinnen setzen. Schwule Pornos, Pornos mit Transvestiten, Pornos ohne feste Geschlechternormen, Filme mit vollleibigen Frauen, älteren Männern oder älteren
älteren Frauen. Letztlich ist die Botschaft, dass es viele Variationen des menschlichen Miteinanders gibt. Und das ist gut. Das ist großartig. Vielleicht ist ja die Pornobranche von allen Medienindustrien sogar die erste, die das Netz vollständig verdrängen wird. Denn wenn das Web Zeigefreudige und Schaulustige jeglicher Neigungen zusammenführt, haben alle Beteiligten Spaß, aber niemand verdient daran Geld. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Electrician Reporter.